Stören dich Fältchen unterhalb der Augen? Und fragst du dich vielleicht auch, was sind da eigentlich die Ursachen davon und was kann ich dagegen tun? Dann ist dieses Video perfekt für dich, also bleib unbedingt dran. Mein Name ist Hanna Sacher, ich bin Physiotherapeutin und Expertin für Gesichtsmuskeltraining zur Faltenreduktion und Gesichtsstraffung. Und in diesem Video schauen wir uns ganz genau die Ursachen an von Augenfältchen und was wir dagegen tun können, welche Übungen am sinnvollsten sind. Also, Fältchen unterhalb der Augen sind dynamische Falten. Das heißt, sie entstehen durch die wiederholt gleiche Muskelbewegung. Wenn wir eine Muskelbewegung sehr häufig machen, kann es sein, dass dynamische Falten entstehen, wie zum Beispiel auch bei der Stirnpartie und eben auch die Fältchen unterhalb der Augen sind dynamische Falten. Viele Menschen glauben, dass Augenfältchen entstehen, weil das Kollagen abgenommen hat, weil sie jetzt einfach älter geworden sind oder sie das falsche Augenserum verwendet haben. Aber das stimmt alles nicht. Fältchen unterhalb der Augen sind verursacht durch die wiederholt gleiche Muskelbewegung. Und welche Muskelbewegung das ist, schauen wir uns im Laufe dieses Videos gleich an. Das ist übrigens auch der Grund, warum man in der ästhetischen Medizin für Fältchen unterhalb der Augen Botox verwendet. Botox hemmt nämlich die Muskelbewegung, die die Falte auslöst, und deshalb glättet sich dann die Falte. Und Botox verändert ja auch nicht den Kollagengehalt der Haut oder verändert ja auch nicht, welche Hautpflege du verwendest, und trotzdem glätten sich die Falten. Das ist nochmal eine Bestätigung dafür, dass Fältchen hier in diesem Bereich durch die Muskelbewegung entstanden sind. Aber du bist wahrscheinlich aus dem Grund hier, weil du eben kein Botox verwenden möchtest. Und dann bist du genau hier richtig, weil hier zeige ich dir, wie du mit Gesichtsmuskeltraining diese Falten glätten wirst. Und nur so nebenbei gesagt, natürlich der Kollagengehalt der Haut und auch die Hautpflege und das Alter sind beitragende Faktoren zur Entstehung von Falten. Aber bei Augenfältchen sind sie trotzdem nicht die Ursache, sondern die Ursache sind die faltenauslösenden Bewegungen. Bevor ich dir die Gesichtstrainingsübungen zeigen kann für diesen Bereich, musst du zuerst einmal die Hintergründe verstehen, warum diese Fältchen überhaupt entstanden sind. Im Falle der Augenfältchen spielt die Wangenpartie eine essentielle Rolle. Denn diese Falten werden durch die Wangen- und Lippenbewegungen ausgelöst. Das ist dir wahrscheinlich neu. Denn wenn wir das Wangengewebe nach oben schieben, zum Beispiel so, dann schiebt sich das Wangengewebe nach oben. Die Augen sind aber fixierte Organe und deshalb stößt hier dann das Wangengewebe an und es muss sich hier eine Falte bilden. Wenn wir diese Bewegung unserer Wangen oft genug in unserem Alltag wiederholt haben, dann sehen wir hier irgendwann eine permanent sichtbare Falte. Welche Bewegungen das im Alltag sind, schauen wir uns im Laufe dieses Videos dann gleich noch an. Bei Botox-Behandlungen wird in der Regel der Muskel gehemmt, den ich dir hier einblende. Weil dieser Muskel ist verantwortlich dafür, dass wir die Wangenpartie nach oben schieben können, beziehungsweise die Oberlippe anheben Richtung Nase. Hier möchte ich dir die Anatomie der Muskeln nochmal extra zeigen. Das sind die beiden Muskeln, die Mund bzw. Oberlippe nach oben bewegen. Wenn wir diese Muskeln aktivieren, muss sich unterhalb der Augen die Haut in Falten legen. Hier siehst du diese beiden Muskeln im Detail. Bei Botox-Behandlungen können diese beiden Muskeln behandelt werden und damit gehemmt werden. Im Gesichtstraining wiederum lernen wir die Bewegungsgewohnheiten um und brauchen dann kein Botox mehr. Mehr dazu später. Und natürlich haben wir diese beiden Muskeln auf beiden Gesichtshälften. Häufig wird bei Augenfältchen bzw. Krähenfüßen auch der Augenringmuskel mit Botox behandelt. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, da dieser Muskel auch für den Augenschluss verantwortlich ist. Es darf somit hier nur eine geringe Dosis verwendet werden.
da ansonsten der Augenschluss nicht mehr möglich wäre. Bei Krähenfüßen, die ja seitlich vom Auge sind, geht es vor allem um den seitlichen Augenringmuskel. Bei Falten unterhalb der Augen um die Muskelpartie unterhalb der Augen. Das sind also die Muskeln, die bei Augenfältchen von Bedeutung sind. Ich hoffe, dass dir diese Anatomieveranschaulichung geholfen hat. So, und was bedeutet das jetzt alles fürs Gesichtstraining? Um Augenfältchen zu glätten mit Hilfe von Gesichtstraining ist folgende Kombination am sinnvollsten. Nämlich erstens die Falten auslösende Gewohnheit verringern bzw. umlernen und zweitens in Kombination Glättungsübungen machen. Okay, dann lass uns mit dem ersten Punkt starten, den faltenproduzierenden Gewohnheiten. Erstens, vermeide es, deine Nase so zu rümpfen bzw. die Wangen und Oberlippen so hoch zu ziehen. Immer dann, wenn hier Falten entstehen, diese Bewegung möchtest du vermeiden, wenn dein Ziel ist, Augenfältchen zu reduzieren. Gut, und der zweite ganz, ganz essentielle Punkt ist, analysiere, wie du lächelst. Mach jetzt kurz ein Foto von dir, wie du lächelst, wie du ein ganz normales, natürliches, automatisch, intuitives Lächeln machst und mach ein Foto von dir. Oder nimm ein bestehendes Foto, auf dem du so lächelst, wie du immer lächelst und nimm das jetzt für die Analyse. Okay, wenn du jetzt ein Foto von dir hast, dann lass uns jetzt die Analyse gemeinsam machen. Und zwar schau dir bei deinem Lächeln an, wie viel deiner oberen Zahnreihe siehst du. Das heißt, siehst du den Zahn zur Gänze oder verdeckt die Oberlippe einen Teil der Zähne oben? Das ist der erste Punkt. Dann zweitens, sieht man dein Zahnfleisch von der oberen Zahnreihe? Und wie viel deiner Zähne nach hinten, wie viel deiner Backenzähne oben sieht man? Und schau dir auch an, wie ist deine Augenpartie? Sind da währenddessen Fältchen oder nicht? Am besten, du notierst dir diese Punkte ganz kurz. Ich unterscheide beim Lächeln in zwei Kategorien. Das A-Lächeln und das E-Lächeln. Okay, beim E-Lächeln, das ist so wie wenn man ein E sagt, so ein breites E-Lächeln, wo man viel der Zähne nach hinten sieht, E, und gleichzeitig der Zahn oder die Zahnreihe von der Oberlippe so ein bisschen verdeckt wird, also so ungefähr die Hälfte der Zähne sichtbar ist, mehr oder weniger. Und bei einem E-Lächeln entstehen in der Regel auch keine Fältchen hier, weil eben die Lippen unten bleiben sozusagen und das Lächeln eher in die Breite geht. Bei einem A-Lächeln wiederum geht das Lächeln eher in die Höhe. Das heißt, im A-Lächeln gehen die Oberlippen mehr nach oben, A, und häufig in Kombination, dass man ein bisschen was vom Zahnfleisch sieht oder eben die Zahnreihe ziemlich gut sichtbar ist und die Zähne nach hinten hin wiederum nicht so viel sichtbar sind. Gut, das ist so eine grundsätzliche Unterscheidung. Natürlich gibt es auch Mischtypen, aber schau mal, zu welchem Typ du eher zählst oder in welche Richtung die Tendenz eher geht. Schreib mir das gerne auch in die Kommentare, welcher Typ du eher bist. Wenn sich bei dir Fältchen unterhalb der Augen abzeichnen, dann bist du wahrscheinlich eher vom Typ A lächelnd. Das ist auch nicht schlecht, nur musst du halt wissen, dass diese Art zu lächeln Fältchen auslöst. Und oft, wenn ich dieses Thema anspreche, kommt dann dieser große Aufschrei: Ah, aber Lachfalten sind doch schön, die soll man sowieso nicht ändern, die will ich gar nicht ändern, warum sagst du, dass Lachfalten nicht schön sein? Das sage ich auch nicht. Ich möchte nur in diesem Video demonstrieren, warum verschiedene Faltentypen entstehen, und bei den Fältchen unterhalb der Augen ist die Art, wie man lächelt, beitragend. Und ich nehme ja an, weil du dieses Video anschaust, interessierst du dich dafür, wie du bestimmte Falten auch glätten kannst. Und deswegen erkläre ich das in diesem Video. Wenn du aber völlig glücklich bist mit diesen Fältchen und du auch dein Lächeln, so wie es ist, überhaupt nicht ändern möchtest, dann bleib dabei und das ist auch ganz wunderbar für mich.
Wenn du aber diese Fältchen loswerden möchtest, dann solltest du unbedingt weiterschauen, weil ich zeige dir Tipps, wie du die Fältchen loswerden kannst, aber trotzdem dein natürliches und ein echtes Lächeln beibehalten wirst. Okay, welche Lösungen gibt es nun? Erstens, die Ursache der Falte beheben, und das ist die Bewegung. Dann zweitens gibt es natürlich Botox, aber ich glaube, du bist ja hier, weil du Botox ja eben aus dem Weg gehen möchtest. Und drittens solltest du wissen, keine Creme der Welt, auch wenn Antifalten draufsteht, wird die Fältchen unterhalb der Augen glätten können, weil die Ursache nicht die falsche Hautpflege ist, sondern die Bewegungsgewohnheit. Einfach für dich zu wissen. Gut, zum ersten Punkt, nämlich der Bewegungsgewohnheit, die wir umlernen möchten, wenn wir diese Fältchen glätten möchten. Und da geht es vor allem um die Art, wie wir lachen oder lächeln. Das Lachen ist eine intuitive und automatische Angelegenheit, immer dann, wenn uns zum Lachen zumute ist. Und ich weiß schon, jetzt werden sich viele denken, ja, aber das Lachen ist ja was Natürliches, das soll man doch nicht umlernen oder künstlich ändern. Ja, dem stimme ich in gewisser Weise zu, das Lachen soll immer echt sein und natürlich sein und dann rauskommen, wenn uns danach ist. Aber so viel sei vorab gesagt. Es ist möglich, sein Lachen ein bisschen zu adaptieren und dass es trotzdem immer noch echt ist und immer noch natürlich ist und immer noch aus einem heraus sprudelt und gleichzeitig aber keine Falten erzeugt. Das ist möglich, wenn man sich dem Thema ein bisschen widmet. Und was mir wichtig ist zu sagen, mit den Techniken von Gesichtstraining und wenn du dein Lächeln ein bisschen adaptierst, du wirst niemals ein Lächeln bekommen oder so künstlich wirken wie zum Beispiel eine Nicole Kidman. So wird man nur, wenn man über Jahre sehr viel mit Botox und Fillern experimentiert. Aber genau das wollen wir ja nicht und deshalb machen wir ja Gesichtsmuskeltraining, sodass wir nach wie vor natürlich und echt bleiben. Und genauso ist es auch. Auch wenn wir unser Lächeln ein bisschen adaptieren, sodass es faltenschonender ist, haben wir trotzdem immer noch einen echten und ganz natürlichen Gesichtsausdruck. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Und auch wenn du jetzt sagst, ich wollte eigentlich meine Augenfältchen loswerden, aber jetzt, wo ich weiß, dass das mit dem Lachen und Lächeln zu tun hat, ist es mir doch nicht mehr so wichtig, dann ist das auch in Ordnung, wenn du wählst, dass du das so beibehältst, wie es ist und dann auch die Fältchen unterhalb der Augen in Kauf nimmst. Das ist auch in Ordnung. Aber du solltest einfach wissen, dass auch eine Creme das nicht richten können wird. Und solltest du dich entscheiden, zum Beispiel Botox stattdessen zu machen, auch dann wird sich dein Lächeln verändern. Gut, also jetzt noch vertiefend zum Lächeln. Auch die Art, wie wir lachen und lächeln, ist eine Gewohnheit. Und wenn wir es ein bisschen adaptieren wollen, dann können wir eine faltenschonendere Art entwickeln zu lächeln und haben aber trotzdem immer noch ein absolut natürliches und echtes Lachen und Lächeln. Denn das schließt einander ganz und gar nicht aus. Wir können ein faltenschonendes Lächeln machen und trotzdem echt und natürlich sein und natürlich unsere Persönlichkeit absolut beibehalten und total wir selber bleiben. Die Aufgabe ist einfach, ein neues Bewegungsmuster entstehen zu lassen und dann haben wir sozusagen zwei Lachbewegungsmuster und dann können wir auswählen, welches uns besser gefällt. Und dabei müssen wir uns einfach über einen bestimmten Zeitraum ein bisschen konzentrieren, bis wir ein neues Bewegungsmuster etabliert haben, das genauso automatisch funktioniert wie das ursprüngliche. Und dann kommt uns das neue Bewegungslachmuster genauso natürlich und automatisch als das, das wir ursprünglich gehabt haben. Ein kleiner Vergleich, um dir zu zeigen, was ich meine. Es gibt ja auch Trainings zum Beispiel fürs Sprechen, es gibt Gangtrainings oder es gibt Haltungstrainings. Auch hier könnte man sagen, ja, aber die Art zu sprechen, das ist so meine eigene Art. Ich will auf keinen Fall unecht werden oder mich verstellen müssen beim Sprechen.
Aber beim Sprechen geht es ja auch gar, beim Sprechtraining geht es ja auch gar nicht darum, sich zu verstellen, sondern einfach zu lernen, wie man sich noch besser ausdrücken kann. Und man bleibt trotzdem man selber, man hat immer noch seine Persönlichkeit und bringt die dadurch vielleicht sogar noch besser rüber als davor. Oder beim Gangtraining. Auch beim Gehen könnten wir sagen, ja, aber die Art, wie ich gehe, das ist so mein eigener Stil. Ich will mich ja nicht verstellen beim Gehen. Aber beim Gangtraining geht es einfach darum, zum Beispiel ökonomischer zu gehen, energiesparender zu gehen oder gelenkschonender zu gehen. Auch hier bleiben wir ganz wir selber, unsere Persönlichkeit bleibt uns erhalten. Nur können wir unserem Ziel etwas näher kommen, indem wir zum Beispiel unsere Gelenke mehr schonen. Oder auch beim Haltungstraining ist es ähnlich. Da könnte man auch wieder argumentieren, ja, aber die Art, wie ich sitze und stehe, das ist so meine eigene Art. Ich will mich nicht verstellen, ich will nicht gekünstelt sein. Aber auch beim Haltungstraining behalten wir ja natürlich, so wie du dir wahrscheinlich denken kannst, unsere Persönlichkeit bei. Nur lernen wir, wie wir aufrechter stehen, wie wir selbstbewusster vielleicht auch stehen oder wie wir unsere Gestik noch besser für uns einsetzen, um zum Beispiel unser Gesagtes noch besser rüberzubringen oder auch um Verspannungen zu vermeiden, wenn wir sehr viel sitzen. Auch bei diesen ganzen Trainings werden wir ja deswegen nicht künstlich oder unecht, sondern wir lernen einfach, wie wir noch mehr rausholen können. Dafür sind diese Trainings da. Und genauso ist es auch mit dem Gesichtstraining für die Augenfältchen bzw. was die Lachgewohnheit angeht. Und hier jetzt auch noch ein kleines persönliches Beispiel aus meinem eigenen Leben. Und zwar, ich habe als Teenager eine Zahnspange bekommen. Juhu! Und das, aus heutiger Sicht weiß ich, dass das schon gut war, aber zu dem damaligen Zeitpunkt hat sie mich natürlich gestört und ich wollte nicht, dass jeder auf den ersten Blick meine Zahnspange sieht. Also habe ich ganz unbewusst neue Bewegungsmuster für meine Mund- und Wangenpartie entwickelt. Nämlich, ich habe mein ursprüngliches, natürliches Lächeln abgelegt und ein neues Bewegungsmuster unbewusst angelegt. Und zwar habe ich demonstriere es dir, mir angewöhnt, die Unterlippe mehr nach oben zu schieben, sodass sie über die obere Zahnreihe drüber geht. Und meine obere Lippe etwas mehr nach oben geschoben. Entweder so oder so. Und wie du siehst, das geht mehr in die Richtung eines A-Lächelns. Ich habe mir also angewöhnt, aufgrund der Zahnspange anders zu lächeln. Ich habe also mein ursprüngliches, angeborenes, natürliches Lächeln damals schon unbewusst verändert. Somit war das Lächeln, das ich damals während und nach meiner Zahnspange hatte, ebenfalls nicht mehr natürlich, sondern etwas, was ich mir künstlich sozusagen angewöhnt habe. Und weil ich dann, nachdem ich meine Zahnspange nicht mehr tragen musste, mein Lächeln aber dann nicht mehr hinterfragt habe, sondern bei der zweiten Version meines Lächelns sozusagen geblieben bin, habe ich das A-Lächeln weiterhin praktiziert sozusagen und dann relativ früh in meinen 20ern bereits Fältchen unterhalb der Augen entwickelt. Was ich dir mit dieser Geschichte sagen möchte ist, es gibt kein natürliches Lachen oder Lächeln, denn das Lachen ist immer eine Bewegungsgewohnheit, die wir uns irgendwann angewöhnt haben. Und weil wir ja als Babys durch Beobachten und Nachahmen lernen, übernehmen wir meistens die Lach- und Lächelgewohnheiten aus unserer Familie. Und das ist auch der Grund, warum wir uns oft ähnlich sehen oder ein ähnliches Lachen in der Familie haben, weil wir ja so als Babys lernen. Somit würde ich den Begriff natürliches Lächeln eher ersetzen mit dem Begriff automatisches oder unbewusstes Lächeln, weil das eben eine Bewegungsgewohnheit ist, die wir meistens einfach übernommen haben durch Beobachten als Baby oder als Kind. Das ist somit die Entstehungsgeschichte von unserem Lachen oder Lächeln.
da das Lächeln und Lachen somit ohnehin immer eine angelernte Bewegungsgewohnheit ist, können wir diese auch etwas umändern, wenn wir das wollen. Also unterscheide ich eher zwischen den Begriffen automatisches Lächeln und gewünschtes Lächeln. Das automatische Lächeln ist also jenes, das wir uns als Baby angeeignet haben durch Beobachten, durch Nachahmen. Und das wir in der Regel so ein Leben lang beibehalten. Außer wir haben eben einschneidende Erlebnisse, wie zum Beispiel eine Zahnspange, dann gewöhnen wir uns oft ein anderes Lächeln an. Oder wenn wir mit der Zeit irgendwie unzufrieden werden mit unseren Zähnen, auch dann gewöhnen wir uns oft ein anderes Lächeln an. Und das gewünschte Lächeln ist für mich das Lächeln, mit dem wir uns einfach persönlich am wohlsten fühlen. Sei es, weil es unsere Zähne am besten betont oder eben weil es weniger Falten produziert. Und wenn dein ursprüngliches automatisches Lächeln bereits dein gewünschtes Lächeln ist, dann perfekt. Und wenn du aber merkst, du möchtest es ein bisschen ändern, aber es soll trotzdem natürlich sein, dann ist dieses Video perfekt für dich. Somit ist es für mich überhaupt nichts Künstliches oder Unechtes, wenn man sein automatisches Lächeln mal hinterfragt und vielleicht etwas adaptiert, wenn man das möchte. Genauso wie wenn wir ein Haltungstraining oder ein Sprechtraining oder ein Gangtraining machen, schauen wir da auch einfach, was existiert bereits und wie können wir es vielleicht in eine Richtung bewegen, das noch besser zu uns passt oder uns noch besser gefällt. Und lass mich dir versichern, dein Lachen ist immer noch echt und deine Persönlichkeit wird weiterhin natürlich sein, auch wenn du deine Lachgewohnheit ein bisschen änderst. Es bedarf natürlich einfach etwas Übung und etwas Konzentration, bis eine neue Lachbewegungsgewohnheit entstanden ist und du sie entwickelt hast. Und dann dauert es ein bisschen, bis diese Bewegungsgewohnheit auch automatisch kommt. Und wenn das dann aber soweit ist, dann kommt dir diese Bewegungsgewohnheit oder diese Bewegungsvariante genauso natürlich und genauso echt wie auch die ursprüngliche Lachbewegungsvariante. Und um nochmal bei der Geschichte mit der Zahnspange weiter zu erzählen, als mir das dann bewusst geworden ist, dass ich ein Lächeln entwickelt habe, das zwar für die Zeit der Zahnspange ganz praktisch war und vielleicht nicht schlecht war, aber dafür Falten rund um die Augen erzeugt hat, habe ich mir das dann angeschaut und etwas adaptiert. Und als ich das dann gemacht habe, haben sich meine Fältchen hier deutlich geglättet. Und trotzdem fühlt sich mein Lächeln für mich weiterhin natürlich und echt an, so wie ich bin. Das heißt, das eine schließt das andere ganz und gar nicht aus. Falls du jetzt mit Hilfe von diesem Video entdeckt hast, dass du ein A-Lächeln hast, das Fältchen erzeugt, aber das für dich nicht weiter schlimm ist und du das so beibehalten möchtest, dann ganz wunderbar. Dann kennst du jetzt einfach die Ursache dieser Fältchen und weißt, du brauchst nicht auf irgendwelche Antifaltencremes für die Augen reinfallen und auch nicht auf das beste Antifalten-Serum für die Augen dir besorgen, weil es eh nichts bringen wird. Und weißt das jetzt einfach und kennst die Ursache und bleibst aber trotzdem bei diesem Lächeln, weil du entscheidest, dieses Lächeln gefällt dir am besten. Dann ist das ganz wunderbar. Dann solltest du einfach wissen, dass du dann mit diesen Fältchen unterhalb der Augen leben müssen wirst. Denn die Ursache dieser Fältchen ist ja weiterhin da. Du kannst als Ergänzung Glättungsübungen für diesen Bereich machen. Damit hältst du sie sozusagen ein bisschen in Schach und sie werden nicht ganz so stark. Aber weil die Ursache weiterhin da ist, werden sich diese Fältchen immer wieder neu bilden. Das musst du einfach wissen. Aber ich denke, du wirst damit leben können. Wenn du in der Analyse vorher festgestellt hast, dass dein Lächeln eher ein E-Lächeln ist, also ein breites Lächeln, dann erzeugst du damit in der Regel keine Fältchen unterhalb der Augen. Falls du aber trotzdem im Spiegel hier Fältchen siehst, dann gibt es ziemlich sicher andere Bewegungsgewohnheiten, die diese Fältchen auslösen. Wie zum Beispiel, dass du oft unbewusst die Nase so hochziehst oder die Lippen unbewusst hochziehst oder die Nase öfter rümpfst.
mach dich hier mal auf Spurensuche und schau, welche Gewohnheiten das in deinem Fall dann auslösen. Gut, und für den Fall, dass du ein Armlächeln bei dir festgestellt hast und du bereit bist, das auch ein bisschen umzuändern, dann zeige ich dir jetzt die Übungen, die du machen solltest. Ein wichtiges Element, wenn man sein A-Lächeln etwas adaptieren möchte, ist die Oberlippe. Eine sehr, sehr gute Vorübung, um zu lernen, die Oberlippe beim automatischen Lächeln auch unten zu lassen, ist folgende, die ich dir jetzt kurz zeige. Und zwar, übe die Oberlippe bewusst nach unten zu schieben, so wie ich dir jetzt zeige. Versuche für die Übung, deine Oberlippe aktiv nach unten zu schieben. Die Bewegung ist nur ganz minimal zu sehen, aber du spürst die Muskelaktivität rund um deine Oberlippe und Nase. Am Anfang hilft es, sich im Spiegel selbst während der Übung zu beobachten, um den Bewegungsablauf zu lernen. Diese Bewegung kann am Anfang echt sehr ungewohnt sein und auch anstrengend sein. Insbesondere wenn du eher ein A-Lächeln gewöhnt bist, sind deine Muskeln, die die Oberlippe nach unten schieben, untrainiert. Und diese Übung ist dann besonders anstrengend. Aber gerade deswegen wollen wir das ja üben. Ich möchte dir hier im Anschluss noch die Muskeln zeigen, die bei dieser Übung involviert sind. Das wird dir helfen, die Muskeln noch leichter zu aktivieren und die Bewegung zu lernen. Der tiefe Teil des Muskels rund um den Mund ist bei der Bewegung beteiligt. Damit du die anderen Muskeln noch besser siehst, habe ich diesen Ringmuskel jetzt kurz entfernt. Diese kleinen Muskeln rund um die Nase sind ebenfalls bei der Bewegung beteiligt, denn sie bewegen die Nasenflügel etwas nach unten und nach innen. Hier siehst du jetzt nochmal alle beteiligten Muskeln blau markiert. Wenn dir diese Veranschaulichung geholfen hat, dann schreib mir das gerne in den Kommentaren, dann weiß ich, dass ich auch in Zukunft öfter Anatomie-Erklärungen einfügen werde. Wichtig ist dabei, wenn du diese Bewegung mit der Lippe machst, dass deine Augenbrauen trotzdem ruhig bleiben. Weil nämlich diese Muskeln sehr eng benachbart sind, passiert es dann gerne, dass wir automatisch auch die Augenbrauen zusammenschieben. Das würde aber unnötige Zornesfalten oder hier vertikale Falten erzeugen und das wollen wir nicht. Und dann als zweites Element kannst du üben, deine Oberlippe, so wie wir es gerade geübt haben, unten zu lassen, während du lächelst. Weil was automatisch passiert, wenn wir ein A-Lächler sind, ist, dass unsere Oberlippe automatisch beim Lächeln nach oben wandert. Und was wir aber üben wollen, ist, dass die Oberlippe ein bisschen weiter unten bleibt. Und das üben wir jetzt gemeinsam als nächstes. Das heißt, du lächelst. Während du lächelst, versuchst du jetzt, deine Oberlippe aktiv unten zu halten. Du kannst dir vorstellen, dass du mit deiner Oberlippe die Mitte deiner oberen Zahnreihe berühren möchtest. Und noch einmal. Du kannst bei dieser Übung variieren. Einmal zeigst du mehr von deinen Zähnen, einmal weniger. So übst du verschiedene Bewegungsvarianten. Am besten du übst das vor dem Spiegel, um zu prüfen, dass dabei keine Augenfältchen entstehen. Diese Übung kann tatsächlich sehr anstrengend werden. Wenn du genau hinschaust, siehst du, wie bei mir die Muskelpartie auch leicht zu zittern beginnt. Wie du ja weißt, habe auch ich das umlernen müssen und diese Bewegung kommt auch mir nicht so natürlich. Deshalb keine Sorge, wenn das auch für dich schwierig und anstrengend ist oder es auch ein bisschen zu zittern beginnt. Okay, ich muss zugeben, diese Thematik hier umzulernen ist wohl eine der komplexesten Themen überhaupt im gesamten Gesichtstraining. Also wenn dir das jetzt schwerfällt, dann ist das absolut normal, weil das eben so automatisierte Bewegungsmuster sind, dass das am Anfang sehr, sehr komplex ist, das umzulernen. Und das würde auch den Rahmen sprengen von einem YouTube-Video.
Deshalb gibt es den gesamten Ablauf und alle Übungen nur in meinem Online-Kurs fürs gesamte Gesicht, weil ich da den Rahmen habe, um das noch umfassender zu erklären. Da möchte ich dich um dein Verständnis bitten, dass das hier in einem YouTube-Video leider nicht alles Platz finden kann. Aber die Seite für den zum Kauf erhältlichen Kurs ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ganz am Anfang des Videos habe ich dir erklärt, wir brauchen zwei Punkte, um Augenfältchen wirklich wirksam zu glätten. Das erste ist, die Bewegungsgewohnheiten zu erkennen und umzulernen. Das haben wir jetzt bereits gemacht. Und der zweite Punkt sind Glättungsübungen als Ergänzung. Und diese Übung möchte ich dir jetzt gleich zeigen, die am wirksamsten ist für die Partie unterhalb der Augen. Und zwar formst du ein O mit deinem Mund und blickst dann mit deinen Augen nach oben. Also, forme ein O mit deinem Mund und lege deine Handflächen seitlich an dein Gesicht. Mit deinen Händen gibst du Schub nach schräg oben. So haben wir einen zusätzlichen Lifting-Effekt. Dann blicke mit deinen Augen nach oben Richtung Decke. Du spürst dann wahrscheinlich unterhalb deiner Augen einen leichten Zug. Genau diesen Zug möchten wir erreichen, denn damit glätten wir die Fältchen. Falls du jetzt keinen Zug spürst, das kann sein, wenn du etwas mehr überschüssige Haut hast. Aber keine Sorge, auch dann wirkt die Übung, du spürst den Zug einfach nicht so deutlich. Ganz, ganz wichtig dabei ist, dass deine Stirn dabei ruhig bleibt. Wenn dir das schwerfällt, dann schau dir die Videos zu den Stirnfalten gerne auch an, die es von mir gibt. Ich möchte dir hier nochmal kurz die Anatomie zeigen, sodass du den Hintergrund der Übung auch gut verstehst. Bei dieser Übung bringen wir diesen Bereich und diesen blau markierten Muskel auf Länge und glätten damit Fältchen unterhalb der Augen. Über das O des Mundes fixieren wir die Mundpartie und bringen den blau markierten Muskel auf Länge und glätten damit Fältchen. Indem wir gleichzeitig mit den Augen nach oben blicken, haben wir einen zusätzlichen Glättungseffekt über die Augen. Und falls du jetzt Sorge hast, aber wird damit die Haut dann nicht auch schlaff, wenn ich den Mund so nach unten ziehe? Nein, keine Sorge, sie wird dadurch nicht schlaff. Denn wir ziehen ja nicht einfach passiv irgendwie mit den Händen an der Haut, sondern wir machen ja die Bewegung über die Muskulatur. Und indem wir das über die Muskulatur aktiv machen, haben wir sogar einen Straffungseffekt zusätzlich zum Glättungseffekt. Also du brauchst da gar keine Sorge haben, dass die Haut dadurch schlaff werden würde. Gut, lass uns das gleich nochmal machen. Forme also wieder ein O mit deinem Mund, lege deine Handflächen seitlich an dein Gesicht, gib Schub nach hinten und oben mit deinen Händen und blicke nach oben. Achte diesmal auch darauf, dass deine Stirn keine Falten macht. Das kannst du mit einem Spiegel, mit einem Handspiegel überprüfen oder du prüfst das mit einer Hand, ob die Stirn auch wirklich glatt ist. Das ist wichtig, denn ansonsten würden wir unnötige Stirnfalten produzieren und das wollen wir ja nicht. Gut, also das ist die ergänzende Glättungsübung, die du idealerweise mit dem ersten Punkt kombinierst. Wenn du aber sagst, ich möchte mein Lächeln nicht ändern, das bleibt so wie es ist und das gefällt mir auch so wie es ist und ich nehme diese Fältchen dann halt einfach in Kauf, dann kannst du trotzdem, wenn du möchtest, die Glättungsübung machen, weil damit werden diese Fältchen einfach nicht ganz so stark. Du kannst sie ein bisschen im Zaum halten. Aber du musst wissen, dass sie wiederkommen werden, weil ja die Ursache weiterhin besteht. Aber mit den Glättungsübungen kannst du sie gut reduzieren. Ebenfalls gute und sinnvolle Hilfsmittel sind Patches für diese Partie. Ich demonstriere dir das kurz, wie die ausschauen. Und zwar sind das so durchsichtige Patches, die man einfach auf diesen Bereich hier aufklebt. Und natürlich für beide Seiten gibt es die. Diese Patches haben den Sinn und Zweck, dass sie uns auf Bewegungsgewohnheiten aufmerksam machen und gleichzeitig auch bestehende Falten glätten. Die kann man auch in der Nacht drauf lassen. Schreib mir gerne in die Kommentare, welcher Typ von Lächeln du eher bist, A-Lächeln oder I-Lächeln,
und wie du damit umgehen möchtest, ob du gerne dein Lächeln ein bisschen adaptieren möchtest oder ob du einfach dabei bleiben möchtest und die Fältchen in Kauf nimmst. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Und übrigens, ich veranstalte demnächst eine Challenge für Gesichtstraining. Das sind Live-Abende an 5 Abenden hintereinander, wo du kostenfrei teilnehmen kannst und wo ich dir alle Grundlagen zum Thema Gesichtstraining zeige. Melde dich einfach über den Link in der Beschreibung kostenfrei an. Ich freue mich, wenn wir uns bei der Challenge ganz bald wiedersehen.